Der Kulturpreis des Landes wurde am Montag im Neustädtischen Palais in Schwerin feierlich verliehen. Gewürdigt wurde dieses Mal das Theater Vorpommern und der dortige Ballettdirektor und Chefchoreograf Ralf Dörnen. 1997 kam der begabte Tänzer nach Greifswald, um das dortige Ensemble von Grund auf zu reformieren und zu einer Top-Truppe auszubauen. Die Mission ist gelungen. Doch nicht nur künstlerische Herausforderungen hatte Ralf Dörnen in fast zwei Jahrzehnten seiner Karriere in Vorpommern zu bewältigen. Im Zuge der Reform der Theater- und Orchesterstrukturen des Landes bekam die Ballettsparte am Theater Vorpommern mit harten Sparmaßnahmen zu tun. Ralf Dörnen ist es trotzdem gelungen, das Beste aus der durchaus schwierigen Situation zu machen. Sein Einsatz wurde mit dem Kulturpreis geehrt. Ein symbolisches Zeichen. Die Zeiten waren schwierig, die Zeiten sind auch immer noch schwierig, die werden auch wahrscheinlich noch schwieriger werden. Aber was kann man machen? Man muss arbeiten, arbeiten, arbeiten und weitermachen und weiterkämpfen für das, an was man glaubt. Das ist das Einzige, was funktioniert. Erstmal muss man ganz deutlich sagen, dass wir ein Programm haben für die Reform. Das basiert ja auf einer Entscheidung im Jahr 2014, wo auch die Eckpfeiler normiert worden sind. Daran werde ich mich selbstverständlich halten. Und wir sind jetzt gemeinsam mit den Vertretern, insbesondere auch der kommunalen Ebene, dabei, dieses Stück für Stück umzusetzen. Der Kulturförderpreis des Landes ging dieses Mal an den Schönberger Musiksommer. Das kleine, einzigartige Musikfestival wird vorwiegend von Ehrenamtlichen gestaltet. Dabei werden jedes Jahr über 30 Konzerte, Ausstellungen und Bühnenstücke auf die Beine gestellt. Der Schönberger Musiksommer sei ein ganz besonderer Höhepunkt kulturellen Lebens in der Region, betonte der Ministerpräsident.